Blumen packst du zurück, wir essen. Ja. Sie nimmt das raus. Das sind Blumen. Legst es zurück, wir essen jetzt. So, mach das auf. Ja, das sind Blumen. Ja. Pack es sofort zurück. Du beißt rein. Ja. Und dann stehe ich auf und dann schmeißt sie es hin und rennt raus. Ja. Und hast du so bekommen? Wie? Bekommen. Wo ist sie jetzt? Ich habe sie ermahnt. Ach so. Ist auf die Finger gerochen? Nein. Mach mal jetzt mal, Mutter. Dass sie eine böse. Dass sie böse ist. Du hast sie gesagt, dass sie böse ist? Das ist doch ziemlich böse. Das war aber alles. Ich komme jetzt gerade irgendwie ein bisschen. Lächerlich vor! Ja, ich teste nämlich neue Kamerahalterungen mit Mikrofon jetzt mal und gucken wir mal, wie der Ton damit ist. Katze? Ist platt. Platt. Hans kam wohl nicht mehr wieder. Doch, ich wege sie. Ja? Hm? Wo? Er war oben im Bauhaus, da wusste keiner irgendetwas. Ja! Dann ist überall Stau, Riesenunfall, überall Polizei, er ist völlig genervt und dann hat wenigstens sich in der Albuinstraße ein Mitarbeiter eine Stunde Zeit für ihn genommen. Und das fand er schon sehr nett. Und? Aber er ist trotzdem noch nicht so richtig schlauer. Ja. Ja, also bei Bauhaus, Albuinstraße, gibt es da ein Bauhaus, Albuinstraße? Oder irgendwas anderes. Da werden sie wahrscheinlich nicht über so Fachgeschichten wissen, wa? Das ist halt immer so ein Problem. So, gucken wir mal, was die Chaosbande macht. Ihr sollt zum Essen antreten. Du musst auf die Toilette. Das ist keine Ausrede, junge Dame. So, was ist los hier? Oh, das sieht ja schon wieder aus. Die haben ja vorne aufgeräumt. Also, es ist ja wirklich unglaublich. Du kannst hier wirklich einmal am Tag aufräumen, zweimal am Tag aufräumen oder wahlweise auch dreimal am Tag aufräumen. Und das wird innerhalb von ungefähr ein bis anderthalb Stunden zerstört wieder alles. Aufräumen! Ich war das nicht. Nee, natürlich nicht. Ich frage nicht. Ja, so ist das hier. Das hört man sich den ganzen Tag an. Wer Kinder hat, weiß, wovon man redet. Wenn man nur ein Kind hat, mag es vielleicht noch gehen. Aber ich glaube, bei ab zwei Kindern ist das so ein bisschen sehr chaotisch. Das Bett war wunderschön arrangiert. Ja. Die Puppen lagen da, wo sie sein mussten. Ja, Videokassetten oder DVDs, Videokassetten gibt es ja nicht mehr heutzutage, ne, lagen auch nicht rum. Und auch hier auf dem Schreibtisch herrschte Ordnung. Aber wo ist es hin? Es ist weg. Und wo ist es? Einfach weg. Ne? Man kann es sich wieder wünschen, wahlweise zu Weihnachten. Ja, oder vorzugsweise zu Weihnachten, da kriegt man ja Geschenke. Kann man sich von den Kindern ja gerne mal wünschen, eine saubere Wohnung zu haben. Gut. Irgendwann vielleicht mal. Heute nichts. Papa ist der Stärkste auf der ganzen Welt. Und der wo ist auf Welt? Papa kann ein Auto hochheben. Ich kann ein Auto hochheben. Über einen Radlader? Über einen Radlader. Erstaunt sein, Mutti. Bin sehr stark. Genau, das willst du, dass du schon stark bist, kannst du dir auch gleich wegbringen, da wo sie hinhören. Da wo Mama sie auf ihre eigenen Aussage heute schon dreimal hingebracht hat. Also weg damit. Ja. Guten Morgen. Heute ist Sonntag. Ein sonniger Sonntag. Und wir fahren zum 60s in die Oranienburger Straße. Ist nicht mit Rädern los, in Schweiz auch sogar und der Schnee bleibt jetzt sogar gerade auf den Autos liegen. Es ist also soweit, ich muss mein Geld jetzt wieder mit meiner eingelagerten Ware verdienen, mit den sauer angesparten sozusagen. Ja. Und ja, deswegen bin ich hier und habe noch was fotografiert. Das stelle ich jetzt ein und dann ist der Tag heute auch beendet. Ist ja auch ein Sonntag. Dann wird noch ein Video geguckt, vielleicht oder irgendwas mit den Kindern. Ja,
auch schon gleich wieder Montag. Und dann sehen wir uns. Bis dann. Ciao. Ja, das erste Mal Schnee in diesem Jahr. Wisch. So. Guten Morgen. Ja, jetzt mache ich mal so ein Probevideo wieder mit diesem Mikrofon. Und ich habe ja gestern ein Video gemacht mit einem großen Mikrofon, was ich angeschlossen habe an die Kamera. Und da gab es ein unangenehmes Nebengeräusch und außerdem war der Ton sehr leise. Das hat mir nicht gefallen. Darum, wenn man den Ton lauter macht, wird auch dieses unangenehme Nebengeräusch natürlich lauter. Und oh, es ist voll hier. Und darum mache ich jetzt ein Probevideo sozusagen. Ein Probevideo mit diesem kleinen Mikrofon. Wenn ich mich zurück entsinne an meine ersten Videos, die ich so gemacht habe, war dieses kleine Mikrofon gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich Brötchen geholt und weiß gar nicht, ob meine Frau überhaupt da ist. Ist ja ein Ding. Und jetzt fällt mir ein, die geht ja arbeiten. Schade. Die riechen nämlich so schön. Die sind total warm und liegen jetzt hinten im Kofferraum. Was man bei diesem Auto Kofferraum nennt. Ja Mensch, ist ja ein Ding. Mach ich jetzt damit. Es ist ja noch da. Ich weiß ja nicht, ob es heute spät hat oder früh. So ein Quatsch. Mann, ey. Na, so ist es. Wollte ich mal loswerden.